Hallo, herzlich willkommen bei den Latrixern in unserer kleinen Comicwelt. Oh ja, wir sind leider in eine andere Welt. Hallo, willkommen bei den Matrixern mit dem wunderbaren Jonathan und der hübschen Shiva. Ja, endlich mal wieder ein Matrixer-Videos. Wir haben ja angekündigt, dass wir weniger live und mehr Videos machen. Und in den nächsten Wochen wird es sehr viele, sehr spannende Videos von uns geben. Wir haben nämlich einiges Neues herausgefunden und das werden wir euch nicht vorenthalten. Ja, so sieht's aus. Korrekt. Was haben wir denn heute für ein Thema, Shiva? Ja, wir haben heute das Thema, und zwar ist ja aktuell sehr heiß begehrt das Thema, ist die Erde flach, ist die Erde rund, ist sie vielleicht gar nichts davon, man weiß es nicht. Und ich habe beschlossen, da das Thema hat mich bisher nicht so richtig interessiert, weil es nicht so große Relevanz eigentlich hat, ob sie jetzt flach oder rund ist, aber ein bisschen hat es mich doch interessiert. Und dann bin ich halt in den hypnagogen Zustand gegangen, gesagt, höre es selbst, wie ist denn jetzt die wahre Form der Erde? Ja, richtig. Da haben wir natürlich uns Gedanken gemacht und über hypnagoge Zustände können wir solche Dinge eben abfragen. Ne? Genau. Dann ist das so, dass man eine Frage stellen kann und dann wird einem das wirklich gezeigt. Ja. Ne? Und ja, flache Erde, Theorie kennt ja jeder, runde Erde, leben wir ja angeblich drauf. Magst du es kurz noch näher erklären? Ja, also der Hauptstreitpunkt ist ja, ob die Erde jetzt flach ist, mit so einer Kuppel drüber, oder ob die Erde eben so, wie wir es gelernt haben und wie die NASA uns auch Fotos geschickt hat, dass die Erde rund ist. Ja, aber wir lernen das ja erst seit Neuestem so, ne? Vor 500 Jahren haben wir es ja anders gelernt. Weißt noch? Damals? Nein. Ja, vor vielen, vielen hundert Jahren war es ja so, dass man sowieso davon ausging, dass die Erde sich im Zentrum des Universums befindet und alle anderen Planeten, die Sonne, alles dreht sich nur um die Erde. Und irgendwann hat man dann herausgefunden, dass sich die Planeten eigentlich immer um die Sonne drehen. Und ja, Galileo zum Beispiel hat dann herausgefunden, dass die Erde rund ist und nicht flach, so wie es auch in der Bibel steht oder in alten Karten aufgezeichnet worden ist. Und trotzdem, immer noch gibt es den Streit. Ja. Ich finde es auch interessant, dass du die NASA-Fotos angesprochen hast. Mhm. Weil die meisten davon sind ja nicht wirklich echt. Ja, die meisten Fotos, die die NASA liefert, sind alle nur digital erzeugt worden. Ja. Und sind gar keine echten Fotos. Sehen zwar sehr echt aus, aber sind keine echten. Also warum die das so machen, ist noch nicht klar. Jedenfalls, die Fotos sind alle digital, also sie sind nicht wirklich, die Erde ist nicht wirklich fotografiert worden. Das heißt, alles, was sie euch zeigen, entspricht nicht wirklich dem, wie es wirklich sein könnte. Aber wir werden euch jetzt mal aufklären, würde ich sagen. Ja, und auch sehr interessant ist natürlich der Punkt, es wird ja hauptsächlich auch viele Fotos von der Raumstation geschickt. Ja. Von der ISS. Und da hat man aber herausgefunden, ne, bei den Fotos, dass da wirklich, dass man herausgefunden hat, dass sich bei den Bildern, bei den Filmen, die von der ISS gemacht worden sind, die Astronauten vorne eingefügt worden sind. Oh, okay. Und zwar kennt man das ja, wenn man, wie wir das ja auch kennen, Videos macht, kann man die auch vor einem Greenscreen machen. Der Vorteil ist, wenn man ein Video vor einem Greenscreen macht, dann kann man den Hintergrund beliebig austauschen. Ja. Ne? Haben wir auch schon gemacht. Haben wir auch schon gemacht, zum Beispiel in unserem Online-Seminar Aktiviere deine Zirbeldrüse. Da haben wir auch damit gearbeitet, mit einem Greenscreen. Und da konnten wir dann eben den Hintergrund beliebig anpassen, wie es uns gefiel. Und da saßen wir dann eben davor. Und manchmal, wenn man genau hinguckt, sieht man das so ein bisschen an den Haaren, das flimmert. Ja, sobald man seine Zirbeldrüse aktiviert und die Zirbeldrüse dazu bringt, eben mehr DMT als gewöhnlich auszuschütten oder als überhaupt auszuschütten, öffnet sich das Wurmloch-Universum.
Ne? Und das kommt davon, dass eben die Auflösung der Personen vorne und die Auflösung des projizierten Bildes auf dem Greenscreen manchmal irgendwie interferieren können. Und dann entsteht da so ein Effekt, dass dann vielleicht plötzlich mal ein Stück Haare fehlt oder irgendwas am Rand des Körpers fehlen kann. Und das hat man eben auch beobachtet bei den Videoaufnahmen auf der ISS. Und da sind natürlich einige findige Leute, die sich auch ein bisschen mit Greenscreen-Arbeit auskennen, eben auf den Gedanken gekommen, ja, warum machen die das denn? Na, gefundenes Fressen für die Flacherdler, ja. Weil die sagen natürlich, ja, die müssen natürlich so schummeln, ne, damit keiner merkt, dass die Erde gar nicht rund ist, sondern flach. Wir haben aber noch eine andere Theorie. Ja, okay. Es kann ja auch sein, ne, dass die NASA und die eine oder andere Regierung in der Weltraumforschung von viel, viel weiter ist, als uns mitgeteilt wird. Das heißt, die fliegen schon mit irgendwelchen Raumschiffen zum Mond, zum Mars hin und zurück, wie es ihnen gefällt. Da verweisen wir noch mal kurz auf unser Video, intergalaktischer Handel. Ja, und da kann man nämlich dann auch sagen, ja, die zahlen doch nicht Milliarden von Dollar, um Leute ins Weltall zu schicken, um dann eben von irgendeiner Raumstation Videos zu machen, ne, wenn die doch schon so weit sind. Um das Budget also niedrig zu halten, machen sie das einfach alles im Studio. Ja. Kennen wir ja von der Mondlandung, von der ersten Mondlandung schon. Da haben sich ja die Russen und die Amerikaner die ganze Zeit gekloppt, wer zuerst zum Mond kommt. Ne? Und da die Russen weiter waren als die Amerikaner, haben sich die Amerikaner gedacht, ja, machen wir doch das einfach alles in einem Studio und sagen dann, wir waren die Ersten auf dem Mond. Genau. Ja, also ob das jetzt aber alles damit zusammenhängt, dass die Erde flach ist, dass da so rumgetrickst wird, ist doch eine andere Frage. Also liegt es entweder wirklich daran, dass die Erde flach ist, oder eben es liegt daran, dass die schon viel weiter sind und eben ja, an den Ausgaben, am Budget sparen wollen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ihr habt uns ja oft gefragt, wenn ihr astral seid, wie sah dann die Erde aus? Für uns war sie rund. Dann klären wir es doch mal auf, oder? Ja. Wie kann das dann sein, wenn wir zum Beispiel in einer außerkörpernen Erfahrung sind, warum ist denn dann die Erde rund und nicht flach? Ne? Also für uns war das immer ein ganz klares Argument, die Erde kann nicht flach sein. Wir haben es in außerkörperlichen Zuständen ja beobachten können, wie die Erde aussieht. Und die ist halt rund, so wie alle anderen Planeten auch. Ne? So, und da habe ich jetzt nachgefragt und dann wurde mir als erstes das Wort Shapeshiften oder Shapeshifter, habe ich nicht genau verstanden, aber Shapeshiften oder Shapeshifter genannt. Ist so, what? Ja, das war sehr interessant. Ja, ne? Wie ist die wahre Form der Erde? Shapeshifter, Shapeshiften. Und ja, dann habe ich gesagt, höre es selbst. Nee, du musst mir das zeigen in Bildern, das verstehe ich nicht. Ja. Und ja, wir blenden auch ein Bild da jetzt zu ein. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Form wurde mir gezeigt und sie ist sozusagen durch den schwarzen Raum gezogen. Also ich kann es jetzt auch noch mal so zeigen. Also es ging so, das war ein riesiger Energiewirbel. Es war schon dann ründlich und hier, also es war so die Energie und dann so. Aber es war alles in Wirbeln, bunten, also ganz vielen Wirbeln. Wie auf dem Bild jetzt gleich zu sehen nochmal. Und für mich, also ich habe es halt in so einem hell leuchtend goldenem Licht gesehen. Und dieser riesige Energiewirbel in der Mitte rundlich ist eben durch den schwarzen Raum gefahren. Ist jetzt das falsche Wort, aber gezogen. Ist eben durch den Raum gezogen, durch den schwarzen Raum. Genau. Und dann ja, bin ich halt wieder zu mir oder habe dann halt den Jonathan gefragt, du sag mal, die haben mir gerade gesagt, die Erde sei ein Shapeshifter. Was könnte damit gemeint sein? Und er so, oder du, was hast du gesagt? Genau. Ja, also zuerst hat uns das natürlich verwirrt. Ne? Hallo, höre selbst, ne? Wie sieht die Erde aus? Rund oder flach? Und dann kommt der Begriff Shapeshifter. Ne? Und dann dachten wir auch mal, hä? Ne? Shapeshifter? Ne? Also heißt es, dass die Erde Form wandeln kann. Ja, wie kann das denn sein? Das wäre doch sicherlich schon beobachtet worden von der NASA oder sonst wem. Ne? Und dann verhält es sich natürlich für uns so ganz logisch.
Weil wenn wir uns nämlich die Quantenphysik angucken, verhält es sich ja so, dass ein Teilchen und eine Welle existiert. Dies bedeutet, anhand des Doppelspaltexperiments in der Quantenphysik kann man ja deutlich sehen, dass Materie sich als Welle und als Teilchen zeigen kann. Ja, Materie kann sich also als Welle oder als Teilchen äußern. Und das Interessante, was ja bei dem Doppelspaltexperiment herausgefunden worden ist, dass sich ein Teilchen nicht immer als Teilchen verhält, sondern auch als Welle. Aber wenn man zum Beispiel beobachten wollte, wann eben das Teilchen zur Welle wird, hat man sich gedacht, oh, das müssen wir unbedingt filmen. Und haben dann eine Kamera aufgebaut, um genau den Moment abzupassen, wo sich die Materie in eine Welle verwandelt. Und siehe da, die Materie, das Teilchen, blieb ein Teilchen und hat sich nicht in eine Welle verwandelt. Und so witzig es klingt, das Teilchen blieb immer nur dann Teilchen, sobald es gefilmt wurde. Das heißt, sobald ein Beobachter anwesend war. Ja, und jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Wenn man sich zum Beispiel unser Sonnensystem vorstellt wie ein Atommodell, ne, die Sonne in der Mitte und die ganzen Elektronen auf den Bahnen drumherum, heißt es ja, wie im Kleinen, so im Großen. Die Erde ist also ein Teilchen, nur halt im Großformat. Ne? Und sobald nämlich niemand die Erde beobachtet, verwandelt sie sich dann in eine Welle. Und da haben wir gedacht, das wäre der Begriff Shapeshifter, oder? Genau, und dann hat plötzlich Klick gemacht und das Bild hat dann auch für mich einen Sinn ergeben plötzlich. Denn es war einfach wie ein riesiger Energiewirbel und in der Mitte dieses Energiewirbels war schon kugelförmig. Also als würde diese Energiewelle eine Kugel umgeben, aber ich habe jetzt keine drin gesehen, so per se. Ich konnte ja den Energiewirbel nur sehen. Ja. Also in dem Sinne, ne? Mhm. So wie man es beobachtet, so wird es dann, ja, sehr spannend jedenfalls. Also dann hat es Sinn gemacht plötzlich. Ja. Natürlich können wir jetzt nicht behaupten, dass das dass die Wahrheit schlechthin ist. Es ist nur das, was unser höheres Selbst gezeigt hat. Und ja, das ist halt jetzt so die neueste Erkenntnis. Also es ist weder die flache Erde, noch ist es die runde Erde. Für uns ist es jetzt die Quantenfelderde. Wir können natürlich nicht alle Fragen bis zum Ende beantworten, weil bisher haben wir diese Information bekommen. Klar, bleiben immer noch weiter Fragen offen. Logisch, klar. Aber vielleicht hat jetzt der ewige Streit zwischen flach oder rund, jetzt kannst du zumindest mal eine neue Richtung nehmen. Ja, oder dass eine neue Komponente hinzugekommen ist. Eben, genau. Die man vielleicht berücksichtigen sollte. Weil für die einen ist ganz klar, die Erde ist flach, die haben Experimente gemacht, die haben das genau analysiert und so weiter und so weiter. Und die, die glauben, dass die Erde eben kugelförmig ist, haben auch Experimente gemacht und ganz klare Beweise gezeigt, dass die Erde nicht flach sein kann. Ne? Tja, und jetzt macht das alles Sinn. Es könnte ja beides sein oder nichts davon. Richtig, so ist es. Vielleicht hilft das ja den Flach- und den Kugelerdnern dabei, das vielleicht mit ins Kalkül zu ziehen. Ja. Genau. Quantenphysikalisch, quantenmechanisch. Ja. Ja, eben. Und wir wissen ja, alles ist hier Quanten. Von daher auch unsere Erde. Ja. In diesem Zusammenhang können wir dann zum Beispiel auch den Film empfehlen, What the Bleep Do We Know? Ne? Da ja, wird sehr viel über Quantenmechanik so dargestellt und auch erklärt. Und das ist schon sehr spannend, ne? Um natürlich das mit der Quantenmechanik besser verstehen zu können und damit man nicht unbedingt komplizierte Bücher lesen muss. Genau. Ja. Ja, jedenfalls sehr spannendes Thema. Mhm. Also für mich hat sich die Frage jetzt mehr geklärt, weil wir haben hier bei uns, wo wir jetzt gerade leben, im schönen El Paraíso Verde, oft darüber geredet, flach oder rund. Und ja, inzwischen hat es dann eine neue Richtung angenommen. Ja. Jedenfalls für uns. Korrekt. Ja, haben wir noch was hinzuzufügen? Nö, gerade nicht. Wenn wir neue Erkenntnisse gewinnen. Ja, dann geben wir euch natürlich Bescheid. Ne? Und ja, wir danken mal wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.